Hallo Leute, willkommen zu Neugalzina Zimba Zummer. Okay, es geht. Okay, das Feuer leitet uns. Nun ist die Zeit gekommen. Tauschen wir diese Welt gegen eine Welt voller Brüste, Vaginas und Frauen. Ja, das sind Frauen. Egal. Egal. Okay, das ist Markus. Schicke Wut. Erhol dich, Satan. Du Bastard, hol dich, Satan. Wozu ist Gott da? Er ist weiß, der ist ein bisschen rötlich und hat vier Arme und Hörner und... Nein. Das ist Schleichwerbung für kleine Satanisten. Hier, Angriff, du musst leiden. Du musst leiden. Markus! Markus! Es ist dieser dumme Frosch. Irgendwelche Prinzessin geküsst? Ich mag diese Erscheinung und verdanke sie nur dir. Ich habe etwas für dich. Etwas Klebriges. Großes zwischen meinen Beinen. Willst du es haben? Und? Die Musik erscheint. Ah, das Masamune. Du wirst es sicher gleich benutzen. Und wieso rede ich so pervers? Und wieso betone ich alles? Der schwarze Wind weht. Der schwarze Wind stärker. Und zeig mir, was du kannst. Ich habe da nicht gedrückt. Das geschieht alles von allein, wenn du nur für die Lehre bereit bist. Okay, die Taktik bei ihm, also er hat 6666 Angriff, deswegen, ach die Fresse, verdammt, 6666 Leben, also Lebenspunkte, deswegen muss ich jetzt einfach angreifen. Masamune verringert seine, nur Gewitter schadet, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt Anspielung war, weil 6066 ist knapp bei 666, deswegen... Habe ich mich dann gewundert, als ich das gelesen habe. Nur Gewitter schadet. Okay, ich muss aufhören, mit physischen Attacken anzugreifen. Sonst kommt er jedes Mal mit solchen Attacken an. Gewitter 2. Okay, ich warte ab. Ich will mal sehen, was als nächstes ihn schadet. 370. Nur Gewitter schadet. Habe ich irgendwas? Donnerstab habe ich ja. Und komm. So. Du machst mal Heilstrahl auf uns alle. Gleich. Das ist da. Ihr. Boah. Oha. Gottwechsel, nur Wasser schadet. Heilstrahl. Okay, heilen uns alle mal. Erstmal alle heilen. Der Donnerstab hat echt viel abgezogen. Okay, nur Wasser schadet, hat er gesagt. Okay, Wasser schadet. Wasserfall, hier auf dich. Angriff mit vielen Schwertern. Wasserfall. Und Angriff. Töte ihn. Wir haben schon... Okay, er ist bald tot. Blockwechsel und nur Schatten schadet. Okay, ich habe einen Schattentypen bei mir. Und was zur Hölle ist das für eine Attacke? Verdammt. Robo-Angriff. Ich hoffe, das ist ein Schattenschaden. Nur Wasser schadet. Wasserfall. Oh, scheiße, ich muss mich gleich heilen. Ich muss mich gleich heilen. Das ist doch ganz toll. Wasserfall. Stirb doch gleich mal. Oh, und Bams. Okay. Wir machen mal. Argus riskiert seinen Zauber. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich will wissen, was ihn schadet. Macht er jetzt was? Egal, ich mach mal jetzt physische Attacken. Okay, das zieht schon das jetzt ab. So. Wie viel hat er jetzt eigentlich noch von Leben? Oha, Antimaterie. Okay, ich muss mal gucken. Übertreib. Heilstrahl. Ich heile mich jetzt. Oha, übertreib mit dem Schaden, verdammter Wichser. Okay, er ist bald tot, deswegen macht er jetzt bestimmt ganzen Attacken jetzt. Und so. 336. Nein. Heilstrahl, halt schon bereit.
Okay, mach das gleich so. Donnerstab auf ihn dann. Okay, er heilt. Er heilt uns, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Und der Donnerstab. Und so. 924. Donnerstab. Okay, er ist bald tot, oder? Weil irgendwie sehe ich schon, dass er bald sterben wird. Wegen dem Schaden, den ich jetzt ganz halt mache mit dem Donnerstab. Okay, das war irgendwie... Das war jetzt unpassend. Und Donnerstab. Ich mach mal Heilstrahl auf mich schon. Weil ich weiß, er kommt gleich mit so einem männermäßigen Schaden an. Markus, stärkste Attacke. Egal, ich hab das schon vorbereitet. Du kannst nichts dagegen machen. Du kannst nichts. Und das ist Triforce von Link und so Zelda und alles. Ach du Kacke. Wieso ist Frog tot? Das ist nicht gut. Frog darf nicht sterben. Objekt, Belebung. So, du machst dann Heilstrahl. Kraftstrahl auf ihn hier. So. Heile ihn. Dankeschön. Donnerstab. Und du machst dann mal gleich Heilstrahl bei ihm. Oder bei uns hier alle. 914. Okay, wir haben gewonnen. Puh, ja. 1500 Erfahrungspunkte erhalten. 15 Tickpunkte erhalten. 3000 Gil erhalten. Oder Gold oder Gold oder irgendwas anderes habe ich erhalten. Ja, ich habe ihn besiegt. Ich kann stolz auf mich sein. Schulterklopfen. Was hast du denn mit dem Masamune gemacht? Nichts Besonderes. Eine riesige Energiereaktion. Ist es Lavos? Lavos. Schlechtes Timing. Wach nicht gerade jetzt auf. Was heißt das? Nach meinen Aufzeichnungen wurde Lavos hier geboren. Präzise in diesem Moment. Idioten, ich habe ihn nur gerufen. Er lebt in der Erde und entzieht dem Land Kraft, wodurch er immer stärker wird. Dann sind meine Daten falsch? Was geschieht? Unmöglich, ein so großes Tor sollte es nicht geben. Wenn ihr nicht gekommen wärt. Enorme Schwerkraft geht davon aus. Oh! Ach du Kacke. Okay, also war Markus einer von der Guten oder was? Er war gegen Lavos. Wenn ich das schon ansehe, werde ich schon kaputt. Okay, wir sind irgendwo gelandet. Okay, wo sind wir gelandet? Ich höre dir eine Glocke. Chrono? Ich drücke ja, los. Chrono? Oder ist es automatisch? Ja, wach auf, Chrono. Okay, das ist automatisch. Ich muss nichts drücken. Okay. Und... Liebling, du kommst zu spät zur Arbeit. Sind die verheiratet? Und eine Katze ist da. Ich hatte vergessen, wie schön Lenas Glocke klingen kann. Okay. Chrono, wir können meinen Vater nicht länger auf der Tasche liegen. Such dir eine Arbeit. Und sei kein Hartz-IV-Empfänger. Das bringt dir nichts. Such dir einen Job. Wenn du keinen Job findest, hast du Pech gehabt. Chrono! Du Hartz IV. Chrono, 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 Hartz-IV-Empfänger. Din, din. Yeah, Dschungelmusik. Din, 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 din. Din, 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 din. Din, 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 din. Chrono, wach? Fräulein Eila, das bedeutet, wir sind... Eila hatte seltsamen Traum. Zum mystischen Berg gegangen. Alle dort liegen, verletzt. Ich zur Hütte getragen. Uns alle hier? Oha, wie kräftig bist du denn? Magus. Magus. Frosch lecker. Eila essen dürfen? Gott bewahre Mädel. Ach ja, wo der blauhaarige sein? Nur euch da gefunden. Blauhaariger Fleisch schmackhafter? Essen, komm. Ja, ja. Wenn Magus Lavos nicht geschaffen hat, in welcher Ära wurde er dann geboren? Lavos, keine Sorgen. Ihr ausruhen, schwer verletzt. Okay. Din 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 din. Die ruhen sich wieder aus. Und wer kommt denn? Oh, Kino!
Bruno, okay, Eila unterwegs zum Laroberdorf. Zusammen Reptiten bekämpfen. Reptiten töten oder wir sterben. Kino! Wir müssen zum Kino! Was los, Ruhe? Bruno, ausruhen. Norden, Wald brennen. Okay, ausruhen. Nein. Achso, hier kann man ausruhen. Okay. Und ich zeige euch mal das, was ich meinte. Wir sind ja gerade hier. Also hier zeigt er, hier tausche. Du willst wissen, was du tauschen willst? Ja, hier kann man das sehen. Hier kann man neue Waffe kaufen. Rotblatt und Zahn, Traumbogen, Magmahand, ewige Klinge, Rubinweste, Felshelm. Ist dir gut zu sagen, Rubinweste ist stark genug gegen Feuer. Warte mal, ich muss das jetzt wissen. Ja, ich will das wissen. Traumgewerbe, Rotblatt und Zahn. Habe ich die Liste noch hier? Ach, die ist da hier. Gut. Rotblatt und Zahn. Ist hier okay. Habe ich genügend? Ich weiß gar nicht. Egal, ich versuch's einfach mal. Ja, Zahn und Horn. Okay, ich versuch's einfach mal. Ja, das habe ich schon. Okay, erstmal für Krone eine Waffe holen. Ja, ich weiß, verdammte Kacke. Hör auf. Okay, ich kann mir holen. Zahn plus Horn. Zahn plus Horn. Ewigklinge tauschen, ja. Ewigklinge halten. Noch mehr tauschen, ja. Okay, jetzt kommt Luca. Ja, ich weiß. Blatt plus Zahn. Traumgewehr, ja. Dankeschön. Noch mehr Handel, ja. Ja, okay, jetzt muss ich noch Blatt und Feder. Habe ich genügend Feder? Blatt und Feder, okay, ich habe genügend. Ich kann alles holen. Blatt und Feder. Magmahand, ja. Magmahand erhalten. Noch mehr Handel, ja. Jetzt muss ich noch Blatt und Horn. Dann habe ich alles. Ja, Blatt und Horn. Und Horn. Trombogen, ja. Okay, ich habe alles geholt, was ich gebrauchen könnte. Ach nein, 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 nein. So, Rotblatt und dann nochmal Rotblatt, um das zu verhindern. So, Skill beginnt in zwei andere. Ja, 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 fick dich. Okay, jetzt haben wir die Waffen. Gut so. Ewigklinge. Oha, wie die uns verstärkt. Das ist gut. Ach ja, der kann das ja nicht. Also bei ihnen und Eiler und den anderen, den wir noch bekommen, funktioniert das irgendwie nicht. Okay, Magmahand ist heftig. Traumbogen ist heftig. Luca, Traumgewehr ist auch heftig. Gut. Das war gut. Wir speichern das mal ab. Dass wir es nicht mehr holen müssen. Und warte, haben wir alles voll? Ich weiß nicht. Ja, wir haben alles voll. Wir gehen dann einfach mal dahin. Und Robo, komm mit. Nicht irgendwo, dass du stecken bleibst. Und hier hat sich was getan. Den Laroba-Ruinen. Kleines Kind mit lilanen Haaren. Reptiten Kino nehmen. Alle verletzen. Die kämpfen. Was nun tun? Reptiten Eiler folgen. Kein Glück. Warte, was hat er gesagt? Reptiten kommen. Dorf verbrennen. Wir kämpfen. Getötet. Ihr Ungehorsam. Also Reptiten böse. Okay. Eiler Schuld. Alles kaputt. Wieso ist ihre Schuld? Die hat doch nichts gemacht. Reptiten dir folgen. Dorf jetzt verbrannt. Eiler Schuld kann er anerkennen. Reptiten stark. Lange vor uns gelebt. Schlau und wir verstecken. Aber Eiler sagen zusammenkämpfen. Eiler noch kämpfen? Eiler kämpfen, wenn leben. Gewinnen und leben. Verlieren und sterben. Regel. Und nicht ändern. Stimmt schon eigentlich. Alter Mann atmen, aber innen tot. Oder tot innen. Eiler stark und große Worte führen. Wir keine Macht haben. Doch, Macht haben. Wir kämpfen und Macht kriegen. Eiler helfen, aber Daktyl brauchen. Daktyl geben. Also müssen jetzt so Daktyl nest oder was? Daktyl brauchen? Zu Tyrannohöhlen gehen. Ort der Reptiten. Gefährlich. Eiler sterben wollen? Leben wollen. Also gehen. Eiler okay. Daktyl geben. Diese behinderte Sprache, das nervt voll langsam. Gut. Zu Daktyl nest gehen. Wächter helfen. Acht geben. Eiler. Danke, alter Mann. Okay, das war bisher der einzige Satz, den ich so normal lesen konnte. Und was sagst du jetzt? Du, aufpassen, Eiler. Was ist, wenn ich nicht aufpasse? Was willst du machen? Ich habe einen Traumgewehr, einen Traumbogen und Ewigklinge. Du kannst nichts gegen mich machen jetzt. Ich bin jetzt overleveled. Du hast keine Chance gegen mich. Din. Okay, 14 Minuten bisher. Kann ich dann noch kurz das noch zu Ende machen? Ich habe keinen Bock, gegen die hier zu kämpfen.
Warte, wie mal sehen, wie viel ich noch brauche. Okay, er braucht es noch. Er braucht noch kurz was. Ach. Wieso muss das jetzt ausgerechnet kommen? Egal, komm, wir machen einfach alle physische Attacken auf ihn. Einfach so. Oha. Okay, jetzt geht die Post ab. Mit dem Schaden, den ich jetzt mache. Ach du Kacke, das wird so ein leichtes Spielchen. Oh. 129. Ja, du bist sowieso tot. Du hast keine Chance mehr. Ich muss nicht mehr MP verbrauchen für euch. Probe erreicht nächste Stufe. Okay, Save State. Warte, wie lange braucht er noch, um seinen verdammten Uzi-Punch zu lernen? Okay, da kann er in diesem Zug dann lernen noch. In diesem Weg hier, den wir jetzt gehen werden. Komm, so. Ja, komm, greif an. Greif an, doch. Wir greifen einfach so an. Wir müssen gerade Magie einsetzen für die. Die haben sowieso wenig Schaden. Und die haben auch nicht so viel zu... Ach. Robo kannst du nicht heben, weil er zu schwer ist. Haha. Ist gut, gut, gut. 258, 6 Deckpunkte. Okay, jetzt können wir die ganzen Materialien zurück. Zum Glück habe ich das am Anfang ja alles gemacht. Zum Glück. Aber man braucht auch Geduld, um die ganzen Sachen zu holen. Aber ich bin einer von der Sorte, die ja mal sehr viel Geduld haben, wenn es um sowas geht. Wenn man jetzt irgendwie am stärksten sein will. Und so. 384. Sehr, sehr gut. Und so. 137. Und Angriff, Angriff, Angriff. 210. Ich sehe mal, wie lange ich aufnehme jetzt. Weil es jetzt gerade momentan sehr viel Spaß macht, weil auch die Monster auch sehr schnell hier sterben. Ich hatte nicht mal einmal bisher die Chance, mich anzugreifen. Das ist auch noch heftig. Okay, er braucht noch wenig. Danach hat er seinen Uzi-Punch gelernt oder so, wie das heißt. Und so. Und hier rein. Din, 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 din. Okay, der lebt noch ein bisschen. Oh, jetzt auf einmal kommt ein Angriff. Warte, wie viel Schaden kriege ich? 75 auch noch. Durch einen leichten Bastarden. Okay, du bist weg. Den Stein greifen wir jetzt als nächstes an. Der nervt auch sowieso mit seinem komischen Schaden. Ach, fick dich mit 38 Schadenspunkten hier. 210. Sehr, sehr gut. Und hier rein. 466. Ist auch sehr gut. 340. Ja, ja. Dankeschön. Jetzt kommen die nächsten. Warte, das waren noch Flugsaurier, oder? Oder waren das keine Flugsaurier? Nein, das waren diese. Danach kommen die Flugsaurier. Warte. Wie viel braucht er denn? Wie viel braucht er denn? Okay, da muss er das schon öfters machen. Okay, dann mache ich das jetzt mal ganz schnell. Ja, fick dich doch, du kleiner Affe. Mit Flügeln. Okay, du bist weg. Das war ein sehr schneller Prozess. Und du bist auch anscheinend nicht weg. Okay, so. Ach, du eklige Affe, hör auf mich anzugreifen. So. Das war sehr gut. Angriff. 263. Und dann hier. 240. Gut. Den 311. 9 Tech-Punkte. Rot-Blau. Zahn. Yeah, 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 yeah. Und die ganzen Truhen haben wir ja schon längst geholt. Deswegen kein Problem. Und einfach nach oben. Und oben. Und oben. Oh, scheiße. Und geben wir ihnen eine. Und dann sind wir alle froh. Ja, komm. 220. Bist du weg? Nein, du lebst noch. Komm, 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 Robo. Ach, komm. Komm, Robolein. Den schaffst du mit einem Schlag. Robo, du enttäuscht mich. Wieso hab ich da. Ich hab dir nicht umsonst den Magma-Arm gegeben hier. Nicht umsonst. Warte mal, ich will mal was sehen. Wir haben hier diese Taban-Weste. Die soll angeblich die beste Verteidigungssache sein für ihr. Ach, fick dich doch ins Knie. Vielleicht kann man die auch später gebrauchen, wenn man gegen einen Boss kämpft oder so. Okay, da sind wir ja. Ein roter Stern, okay. Komische, wie heißt er wieder? Wie heißen die komischen Dinosaurier? Aerodactyl? Wie hießen die so? Oder keine Ahnung mehr. Krono, was machen Krono? Du gehst alleine voran? Ich kenne deine Suche nicht, aber Kronos Freunde sind auch meine, sind auch die meinen. Ich werde nicht zulassen, dass du deinem Ableben alleine entgegensiehst. Nein,
Turanerhöhle gefährlich. Vielleicht alle sterben. Niemals mit meinem Level. Du wirst untergehen. Ich werde dieses Desaster nicht tatenlos mit ansehen. Brechen wir auf, Chrono? Ja. Eiler, starke Freunde. Brechen wir zur Tyrannohöhle auf. Okay, die wollen Robo tragen, ist klar. Die wollen Robo tragen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welche jetzt mich. Eigentlich ist der gut. Ich nehme mal ihn mit. Kann man auch nicht, kann ja nicht schaden. Ich glaube, eine komplette Lösung stand auch, dass wir fortnehmen. Okay. Speichern und. Oha, wir können hier landen. Was gibt's hier? Hallo? Okay, wie weit kann ich fliegen denn? Das will ich mal wissen. Okay, ich kann weit fliegen. Sehen wir uns mal die Gegend hier an. Was gibt's denn in dieser Gegend? Hallo? Ich weiß jetzt nicht. Was gibt's hier? Ach ja, Sonnendom. Das müsst ihr auch noch später machen. Warte, wie sind die Gegner hier drin? Hä? Kann man noch nicht, oder wie? Sonnendom, das müsst ihr auch noch später machen. Okay, das haben wir jetzt schon gefunden, das merke ich mir dann auch. Ja, wenn es um sowas geht, merke ich mir sehr gut das. Okay, was gibt's hier noch? Okay, da müsst ihr hin, habe ich jetzt gerade gesehen. Okay, gibt's hier nichts mehr anderes? Kann man nicht die Karte so ansehen oder so? Oh, hier gibt's andere Inseln. Dann ist es ein anderes Dorf da vorne. Hä? Ach so, verstehe. So, die machen einfach so das. Elende Schummler, okay. Okay, da gibt es momentan dann nichts, was man machen kann. Deswegen gehe ich jetzt mal runter und gehe in die Tyrannenhöhle rein. Ach komm, hier. Und so. Eiler, gib auch mal was, ein bisschen Saft dazu. 299, du bist weg. Eiler mag ich, weil sie immer so viel Schaden macht. Was machst du? Ach, das ist so erbärmlich, ich weiß nicht. Das ist so erbärmlich schwach von denen. Oh, 34 Schaden, leck mir Romeo. 466. Du bist weg! 372 Erfahrungspunkte, 10 Tech-Punkte. 100 reicht nächste Stufe. Schlecker erlernt. Schlagblase erlernt. Schlecker? Schlecker habe ich gelernt. Yeah, den Laden Schlecker habe ich gelernt. Schlecker. Wo ist der Schlecker? So. Wer hat Schlecker gelernt? Du hier oder was? Halt alle und gibt LP. Okay, ist doch geil. Und Schlagblase ist Angriff mit Schlagblase. Okay. Was ist eine Schlagblase? Weiß ich nicht. Hier kann man später erst durch. Wir müssen erstmal hier hoch. Oder erst hier runter. Ach komm, ihr seid leichte Gegner. Ich muss auch bald den Part auch noch beenden. Mit 183. Bei euch benutze ich keine Magiepunkte. Weil ihr sowieso bei mir sehr schnell stirbt, weil ich auch noch die Waffen aufgerüstet habe. Wie schon gesagt, 200. Ja. Poker reicht nächste Stufe. Yeah. Unser dicker Arm ist sehr groß. Okay, kann doch nicht öffnen oder wie? Achso, hier ist der Schalter. Sagt ihr nichts dazu? Linde Bastardo, sagen lieber Danke. Lauf einfach weg. Okay. Ich greife hier auch noch an. Komm her, ihr kleinen braunen Fiester. Und so, 189. Und so, 408. Ach, ich mag Eiler und Frog und die ganzen anderen. Ich mag Leute, die sehr viel Schaden machen können. Und Leute, die wenig Schaden, die diss ich kaputt. Die diss ich kaputt. Wie heißen die wieder? Luca und Male da. Pff, komische Viecher. Den. Gefängniswärter. Ah, nein. Ah, was für ein leckerer Hauptgang.
Die Affen! Inwiefern sind wir Affen? Okay, wir sind... Okay, Affen, aber was ist der Frosch dann eigentlich? Ist ein Froschaff oder was? Egal, die sind dämlich. Die sind einfach dämlich, ich weiß nicht. So. 326. Angriff. Ja, leck nur Mio. Leck mit dir, du kannst mich nicht mehr angreifen. Jetzt wirst du auch getötet. 207. Und so. 332. Ey, yeah. 378, 12 Tech-Punkte. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Drück das. Okay, muss erstmal dieses Ereignis. Eila! Kino weg! Eila, dich retten! Das sieht aus, als ob sie gerade ihn von vorne nehmen würde. Das sieht jetzt aus, als ob sie jetzt den Boden an den blasen würde. Das sieht jetzt aus. Egal, kein Kommentar dazu mehr. Da gibt es einen Schalter, aber egal. Leid tun, alles Kino schuld. Egal, Kino entkommen mit Laura Dörflein. Was Eila tun? Eila Ense setzen. Kino mitkommen. Kino nicht gehen, weil in Eila tot, Kino neuer Chef von Iwoka. Das war Schatzsuche, dann Eila. Mädchen, da ist ein Knopf drin, aber egal. Du bist doch von innen. Ach, die sind so Neandertaler-mäßig, aber was soll man sagen? Eila stark, nicht verlieren. Kino verstehen und etwas zeigen. Okay, du wirst was zeigen, aber ich gehe erstmal da rein. Etablierung, yeah. Und kann ich das zumachen? Nein. Okay, das haben wir jetzt erledigt. Du machst jetzt was. Wir sind schneller als du, okay. Schon überholt. Ist klar, du hast mich irgendwie nur ganz schnell überholt. Du stark, ich schwach. Eila, guter Chef. Tschüss mit dir. Okay, hier sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss.